sich mit dieser einen Sache im Garten anfing, änderte sich einiges. Mehr Ertrag, Geld konnte ich sparen, Arbeitskraft konnte ich einsparen und auch Wasser. In meinen Gartenanfängen half ich noch einen Urproduzenten bei mir hier im Dorf bei seinem Gemüseanbau auf dem Acker aus. Ganz klassisch, aussehen, hacken, gießen auch manchmal und ernten. Besonders die heißen Sommertage waren eine Herausforderung. Nicht nur für meinen Körper, sondern auch für den Boden und den Pflanzen. So konnte es dann auch sehr schnell passieren, dass sich sehr große Risse bilden. Und da ist halt auch der Nachteil, wenn sich solche Risse bilden, dann können an der Stelle noch mehr Wasser verdunsten. Deshalb war es auch unter anderem sehr wichtig, früher morgens zu hacken, damit der Boden krümelig bleibt, dass halt darüber durch diese Struktur weniger Wasser verdunstet und dass man auch ein bisschen den Tau in den Boden mit einbringt und so halt für, sag mal, künstliches Gießen sorgt. Indirektes Gießen, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz ist das halt ein ziemlich großer Zeitaufwand, den man auch verhindern könnte. Durch diese Erfahrungen fragte ich mich auch, wie ich das auch anders umsetzen kann, damit das Ganze effizienter wird. Und hier hat mir die Natur und auch YouTube die Lösung gebracht. So, die Natur ist dahingehend bestrebt, den Boden stets bedeckt zu halten. Entweder mit organischem Material oder auch mit einem Bewuchs. Besonders das Mulchen ist für mich eine der wichtigsten Komponente bei mir im Garten geworden, weil es halt enorme viel Vorteile mit sich bringt. Der Boden ist bedeckt und dadurch geschützt von der Sonne und auch vom Wind, kurz vor Erosion. Das heißt, dass der Boden auch viel besser Wasser halten kann und nicht so stark verdunstet und sich halt solche Risse dann auch bilden können. So, der Boden bleibt länger feucht und meine Pflanzen haben auch mehr Wasser zur Verfügung, weil das ganze Wasser nicht einfach verdunstet. Durch den nächsten Vorteil spare ich mir Geld, weil ich mir keinen Dünger mehr kaufen muss, weil das Mulchmaterial eine Art Dauerdünger ist. Das verschiedene organische Material, Grasschnitt, Laub, Holzhäcksel, ein bisschen Mist, Pflanzenkohle, dient als Futter für das Kleinstlebewesen und die Mikroben, die dann auch die Nährstoffe bioverfügbar für die Pflanze zur Verfügung stellen. Das Leben und die Bakterien sind dabei sehr entscheidend, damit die Pflanze auch nicht zwangsernährt wird. Die Pflanzenkohle hat auch hier noch den Vorteil, dass sie wie ein Schwamm fungiert und auch hier Nährstoffe und Mikroorganismen an sich bindet, die ja dann langsam an die Pflanze dann weitergegeben können. Also hier ein guter Speicher. Und wenn du jetzt zum Beispiel holziges Material, Holzhäcksel dann nutzt, dann siedelst du auch hier Pilze an, die ja hier eine Symbiose mit deinen Pflanzen eingehen können, zum Beispiel die Mykorrhiza-Pilze und somit halt auch tiefere Erdschichten damit erschließen können, auch hier Nährstoffe zur Verfügung stellen und die Pilze dann dafür zum Beispiel den Zucker von der Photosynthese dann bekommen. Zumal die Pilze auch eine Kommunikation unter den Pflanzen gewährleisten. Humusaufbau. Aufgrund der Zersetzung des organischen Materials von den Kleinstlebewesen wird auch hier schöner Humusboden aufgebaut, sofern er das richtige Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis gewährleistet ist, ähnlich halt wie beim Kompost. Gemischt noch mit Urgesteinsmehl, um halt die Tonkomponente noch mit zu berücksichtigen. Also Ton-Humus-Komplex. Humus, eine lebendige Schicht mit wunderbaren, lockeren, krümeligen Boden, der auch hier viel besser Kohlenstoff halten kann und auch das Wasser abspeichert und auch hier schöne Nährstoffe für unsere Pflanzen zur Verfügung stellt. Der Bewuchs von Pflanzen ist da auch sehr wichtig, um Humus aufzubauen, weil sie auch hier mit ihren Wurzeln den Boden aufbrechen und durchlüften können. Was ist Luft? Expertensprache. Wenn du auch ein Experte sein willst, musst du den kleinen Finger hochheben. Je höher du ihn hältst, desto ein größerer Experte bist du. Vor allem im Winter würde ich darauf achten, dass der Boden irgendwie bewachsen ist. Kannst auch hier so Bodendecker auch nutzen. Wenn du vielleicht das Glück hast mit Vogelmiere als Wildpflanze, optimal. Phacelia, Spinat, Feldsalat. Damit auch diese Pflanzen die Pilze im Winter versorgen können und die auch hier besser überleben können. Bodenlockerung. Aufgrund des Pflanzenbewuchses, vor allem wenn wir die Pflanzen, wenn wir sie nicht haben wollen, einfach oben abschneiden und die Wurzeln unten zum Zersetzen. Einfach im Boden lassen und das ganze Leben im Boden, die Kleinstlebewesen wie zum Beispiel die Regenwürmer, sorgen auch dafür, dass sie mit ihren Arbeiten den Boden schön locker und krümelig halten. Vorteil für uns, wir müssen zum Beispiel kein lästiges Umgraben mehr machen. Anfangs habe ich das noch und ich halt nicht überall Karton und guten Kompost zur Verfügung hatte, um halt hier zum Beispiel No-Dig-Beet anzulegen. Deshalb
das einmal umgraben, um halt die Beete anzulegen, danach nie wieder. Und dann auch darauf geachtet, dass es halt immer bewachsen ist, gemulcht ist und ich halt so selten wie möglich in diese Beete reinsteige. Das Einzige, was ich halt im Frühjahr mache, ist halt ein bisschen mit der Grabgabel reinstecken, Sauerstoff reinbringen und halt ein bisschen rumschwenken. Das kann man auch gut mit der Broadfork machen. Für mich ist auch der Herbst und Winter ziemlich entspannt. Ich schaue einfach, dass eine dicke Mulchschicht auf meinen Beeten ist oder dass sie halt gut bewachsen sind. Und ich lasse einfach die Natur meine Arbeit machen und im Frühjahr finde ich dann schön lockere krümelige Erde vor, wo ich auch bei mir im jetzigen Zeitpunkt einfach auch schon mit der Hand ein Loch machen kann und hier die Pflanzen dann reinsetzen könnte. So locker ist der Boden. Ich kann mit der Hand graben. Deshalb fördere auch deine Arbeiter im Winter. Die arbeiten für dich sogar noch kostenlos. Die stellen dir keine Rechnung aus, die ganzen Regenwürmer. Oder wenn man es umdreht, dann bin ich der Vater, der für seine Kinder sorgt, dass sie halt über den Winter kommen und genug Essen und Wärme haben. Ich habe 3 Kinder und kein Geld. Warum kann ich nicht keine Kinder haben und 3 Geld? Beikrautunterdrückung. Die Mulchschicht dient auch als Isolationsschicht. Im Winter, damit halt unser Boden nicht direkt vom Frost getroffen wird, weil es auch ziemlich schädlich fürs Bodenleben sein kann. Und auch im Sommer, dass der Boden sich nicht ganz so stark aufwärmt, so über 40 oder 50 Grad, wenn es halt wirklich extrem sein kann. Das heißt, dass wir hier eine schöne Schutzschicht haben. Und wir haben auch eine schöne Schutzschicht gegenüber Beikräuter, die wir nicht unbedingt im Garten haben wollen, weil durch die Schicht die Beikraut es erschwert hat, rauszukeimen. Nichtsdestotrotz, wenn mal Beikraut durchkommt, dann ist es halt auch ziemlich einfach, die rauszureißen, weil mit der Zeit wird der Boden auch tiefgründig locker und fluffig. Das heißt, auch das Beikraut kannst du ganz einfach ohne Probleme rausreißen. Und mit den Jahren sparst du dir einfach mühselige Zeit mit dem ganzen Beikraut-Jäten. Ich aus meiner Erfahrung, es wird immer einfacher, die Ackerwinde auch tiefgründig rauszuziehen und auch Löwenzahn oder auch Disteln mit den ganzen Wurzeln rauszuziehen. Weniger Schädlinge und Krankheiten. Das dürfte für viele ein sehr wichtiger Punkt sein, wo halt auch in die Schädlingsbekämpfung bzw. Krankheiten vorbeugen sehr viel Kopfschmerzen, Energie rein investiert wird und auch sehr viel Zeit, wenn es mal passiert. Und da kann auch das Mulchen von organischem Material uns helfen, vor allem wenn du dann zum Beispiel Pflanzenteile nimmst wie Salbei oder auch Lavendel, die dann bestimmte Düfte ausströmen, die ja dann auch mit ihren Düften, ätherischen Öle, dann auch dafür sorgen, dass sich Pilzkrankheiten nicht so schnell ausbreiten oder auch Schädlinge irritiert werden, zum Beispiel der Kohl. Wenn du Tomatenteile zu deinen Kohlpflanzen als Mulchmaterial hinlegst. Du musst nicht unbedingt mit totem organischem Material deinen Boden mulchen, sondern kannst auch Lebendmulch nutzen, ist dann meist Pflanzenbewuchs, weil ja auch der Pflanzenbewuchs den Boden beschützen. Besonders dann auch im Winter kannst du dann auch hier nutzen, dass halt dein Boden einfach bedeckt ist und vom Frost geschützt ist. Nichtsdestotrotz kommen wir auch hier mit der Kombination Mischkultur, wodurch du dann auch zum Beispiel unter deinen Tomatenpflanzen Basilikum reinsetzen kannst oder auch unter deinen Gurken und der Basilikum ätherische Öle ausstößt und dadurch zum Beispiel den Mehltau einschränken kann und unter deinen Gurkenpflanzen dann der Basilikum dann buschig wird und auch hier den Boden beschützen kann vor den ganzen Einflüssen von Wind und Sonne. Und andere klassische Mischkulturpartner sind zum Beispiel die Erdbeere und den Knoblauch. Ganzes Video dazu, welche Mischkulturen sich dann super eignen, habe ich auch dazu gemacht. Video findest du hier oben beim i oder unten in der Videobeschreibung verlinkt. Welche Art von Pflanzen werden denn von Schädlingen und von Krankheiten betroffen? Meistens sind es Pflanzen, die nicht kräftig sind. Ihnen fehlt irgendwas im Boden, irgendwelche Nährstoffe oder auch vielleicht hier die Mischkulturkomponente, weil du zu viel auf Monokultur setzt. Nichtsdestotrotz, wenn du halt einen fruchtbaren Boden hast, also einen fruchtbaren Humusboden, der tiefgründig ist mit den ganzen Mikroorganismen und den ganzen Nährstoffen, die halt langfristig gebunden sind, dann hast du halt kräftige Pflanzen, die halt dann weniger anfällig sind für Krankheiten und Schädlinge. Je mehr wir mit der Natur arbeiten, sie begreifen, sie verstehen und das auch umsetzen und unseren Garten Richtung Naturgarten, Permakulturgarten oder auch in den Waldgarten gehen, desto weniger Arbeit haben wir, weil wir hier auch den natürlichen Kreislauf für uns arbeiten lassen. Natürlich braucht es hier ein bisschen Disziplin,
Man braucht ein bisschen Durchhaltevermögen, ist halt ein ganzer Prozess, baut sich halt nicht alles von heute auf morgen auf. Für den Anfang ist es halt erstmal wichtig, offen zu sein, neue Sachen auszuprobieren und die Sachen auch zuzulassen. Und wenn du halt schon mit einem Murchen im Garten anfängst, garantiere ich dir, dass du auch die Vorteile gleich im ersten Jahr spüren wirst, besonders in einem trockenen Dürresommer, wo es halt nicht ganz so oft regnet. Ich brauch das! So, ich hoffe, du bist auch offen für weitere Videos zum Thema Permakultur. Ich habe dir hier unten zwei weitere spannende Videos verlinkt. Kannst du gerne anschauen, gerne auch einen Daumen nach oben geben, falls dir dieses Video gefallen hat und dir auch einen Mehrwert gegeben hat. In diesem Sinne, setz einfach diese Sachen um und spar dir einfach viel Zeit, unnötig Stress und Energie, auch ein bisschen Geld. Hab dennoch eine große und gute Ernte bei dir im Garten. Und ich hoffe, du erzielst dir auch dieses Jahr schönes, saftiges, gesundes Gemüse aus deinem eigenen Garten. Das ist wertvoll.